Der diesjährige Preisträger in der Kategorie Phoenix Prototyp ist Cell Electric Biosciences. Wir sind Cell Electric Biosciences. Wir sind das Startup des Austrian Institute of Technology. Und unsere große Vision ist es, die Elektrodynamik mit der Biologie zusammenzuführen. Damit können wir vorherrschende Probleme in der Biologie und Medizin komplett neu denken. Eines der größten Probleme weltweit ist die Sepsis. Dafür haben wir diesen mikrofluidischen Chip entwickelt, der es uns ermöglicht, die Sepsis-Diagnose signifikant zu beschleunigen. Und ein Thema, wo die Probenkomplexität insbesondere ein riesiges Problem darstellt, das ist bei der Feststellung einer bakteriellen Blutvergiftung. Bei einem schwerkranken Patienten finden sich in einer solchen Blutprobe nicht mehr als 10 Bakterien. Und die zu finden, ist die schwierige Aufgabe der klinischen Diagnostik. Unser Prototyp schafft das wesentlich schneller als bestehende Prozesse. Hierzu wird die Blutprobe eingespeist in unseren elektrodynamischen Prototypen, wo das Humanmaterial aufgeplatzt wird und die Bakterien überleben. Und diese überlebenden Bakterien können wir in einem Filter auffangen und bis zu 10-mal schneller nachweisen als derzeit im klinischen Alltag möglich. Wir sind gerade in der Phase der Produktentwicklung. Unser Ziel ist es, unsere Technologie weltweit in jedes Krankenhaus zu bringen und die Sepsis-Diagnose zu beschleunigen. Denn jede Stunde zählt und rettet Leben.